Aber manchmal hilft es halt auch, den Überblick zu wahren, einfach zu sehen, wie funktioniert das. Und das Wichtigste bei Veränderung ist tatsächlich die Einstellung. Also will ich das überhaupt? Ich verspreche, dass das spannend wird. Ich weiß nur noch nicht ganz genau, für wen es spannender wird. Für den Saal oder mich. Aber das werden wir mal. Also erstmal wirklich vielen Dank. Ich freue mich total. Also das ist, ich habe, da oben sind ja noch welche. Wahnsinn, das sieht man auf dem Monitor gar nicht. Ja, das ist, wenn du hier stehst, so viel. Und manchmal wirst du geblendet. Dann ist es wirklich, du siehst den Anfang und den Rest riechst du. Aber das ist... Essen wirklich, habe ich ein sehr, sehr gutes Gefühl. Ich habe eine Bitte und eine Anmerkung. Die erste Bitte. Falls irgendjemand im Laufe meines kleinen Vortrages Spaß haben sollte, das ist total legitim, seid mutig, lasst es raus. Das muss man in Deutschland immer sagen. Ja, ja, das ist so, weil es ist... Ich habe einen Sport gemacht, dann habe ich BWL studiert und bin ich auf der Bühne gelandet. Das mache ich aber schon seit 34 Jahren. Das heißt, ich bin jetzt 41 und boah, Wahnsinn. Und eins habe ich gelernt, Spaß haben ist nicht Deutschlands Kernkompetenz Nummer eins. Aber ich bin sehr positiver Mensch, wir werden besser. Und das ist vielleicht die eine kleine Nebenerkenntnis, die ich so mitgeben möchte. Humor ist kein genetischer Defekt. Versteht, man wird nicht lustig geboren. Doch, jeder wird lustig geboren. Und maximal verlieren wir es dann. Aber meine Eltern waren keine Clowns. Ich bin nicht von einer Amme gestillt worden, die eine rote Pappnase aufhatte. Es ist harte Arbeit. Und es ist natürlich auch nicht immer leicht im Leben. Weil da steht Klaus Jürgen und Knacki. Ja? So, und das eben auch wieder. Ich bin draußen und sagte dann, warum? Warum heißt du Knacki? Und ich sagte, 2 Jahre bewaffnete Steuerhinterziehung. Und ich sehe, wie die Augen groß werden. Nein! Und ich so, nein! Das ist ein Witz, das gibt's überhaupt gar nicht. Das ist tatsächlich ein Spitzname. Dann habe ich mir aus Knacks, dann Knacki, und dann habe ich halt Sport gemacht mit 17. Wir waren mit dem Handball, ich komme aus Koblenz ursprünglich, wir waren dann mit der Handballmannschaft Westdeutscher Meister und ich habe mit dem Leichtathletik ein paar Titel gehabt und dann gab es so einen Empfang für alles, die da in Koblenz gut waren. Und da war der Oberbürgermeister und der hat meine Eltern mit Herr und Frau Knacki begrüßt. Und damit war das so. Und im Prinzip muss ich sagen, daraus ist ein bisschen auch mein Motto geworden. Also wenn du Knacki heißt, ja, wenn du das nicht rechtzeitig loswirst, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als anders zu denken und mutig zu handeln. Den Namen kann man sich merken, aber das macht es nicht immer leicht. So. Und dann fragen mich die Leute manchmal, was machst du denn eigentlich alles? Weil wenn man das so ein bisschen erzählt, dann denken die, du machst aber viel. Ja, eigentlich schon, das stimmt. Nicht immer aus Absicht, manchmal bin ich getrieben worden, manchmal aus essentiellen Gründen, manchmal muss ich Geld verdienen, aber tatsächlich entwickle ich, schreibe, coache. Nightwash ist so das, denke ich mal, mit das bekannteste Projekt, wenn man kennt, in einem Waschsalon. Ich habe für 1Live die Hörsaal-Comedy entwickelt oder mit Sven Pistor, der die Bundesliga-Konferenz moderiert, machen wir jetzt Pistors Fußballschule. Und dann coache ich aber auch ganz viele Leute, aber auch Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerinnen, Comedians, ganz unterschiedlich. Manchmal geht es um Positionierung, wie sieht denn der Markt aus, wo kann man überhaupt Geld verdienen, wie kann man was entwickeln, wie kann man was schreiben. Und dann habe ich mich auch irgendwann gefragt, wie erklärst du das jemand, was dein Job ist? Gibt es da irgendeine Gemeinsamkeit? Und ich habe festgestellt, die Gemeinsamkeit ist letztendlich Veränderung. Also warum ich das mache, weiß ich auch nicht immer, aber es geht tatsächlich darum, Dinge zu verändern, zu optimieren, zu erneuern, nach vorne zu schieben. Und tatsächlich ist die Bandbreite super breit. Also habe ich mich auch gefragt, gibt es denn da eine Gemeinsamkeit? Also ich verstehe mich heute so ein bisschen vielleicht wie der Grundlagenforscher, weil ich weiß, man braucht für viele Probleme maßgeschneiderte Lösungen. Es gibt nicht die eine Lösung für jedes Einzelproblem. Wenn ich mit Leuten arbeite, dann ist das immer irgendwas anderes. Und ich muss mir immer ein bisschen was einfallen lassen. Und wenn ich bei so einem
Tag bin wie hier, dann höre ich eigentlich die ganze Zeit zu, weil ich immer denke, ach, das wusste ich noch gar nicht. Ah, genau, das kann ich machen. Das hilft bei dem. Aber manchmal hilft es halt auch, den Überblick zu wahren, einfach zu sehen, wie funktioniert das. Und das Wichtigste bei Veränderungen, für mich sind es eigentlich immer drei Schritte, ist tatsächlich die Einstellung. Also will ich das überhaupt? Das habe ich heute gar nicht so zum Thema gemacht, weil, also hier sind, also alle, die jetzt hier sind, also ich vermute mal, dass die wenigsten gezwungen worden sind, heute hier hinzugehen. Vielleicht ein, zwei Ehemänner, aber das ist, nein, man kommt ja schon hin, weil man was machen möchte, weil man eine Veränderung sucht. Die einzige Frage, die ich vielleicht mit auf den Weg geben möchte, ist, die man sich immer mal wieder stellen kann, ist, wie neu darf es denn wirklich sein? Diese Frage hilft enorm. Dann kriegt man nämlich schon raus, ob man dem Kaiser nur ein paar neue Kleider anziehen will oder ob man die Dinge grundsätzlich verändern will. Ja, ich muss mich echt tierisch beeilen, aber da gerade zu dem Thema, könnte ich mal loslegen, aber wie neu darf es denn sein, hilft enorm. Einfach mal zu fragen, wo geht die Richtung hin? Der nächste Schritt ist auf jeden Fall anders denken. Und anders denken ist natürlich ein Oberbegriff, das ist die Kreation. Jetzt habe ich das heute jemandem gezeigt, dann sagte jemand, will der Hase ins Wasser springen? Und dann habe ich gedacht, also so habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, man kann alles anders sehen. Ja, natürlich, ich habe gedacht, wie abgefahren, so ein Hase, ich fand das Bild lustig, da rennt so ein Hase rum und ich habe gedacht, gleich schwimmt er durch den See. Da habe ich gedacht, guck mal, das ist schon eine Einstellungsfrage, wie man solche Themen überhaupt aufgreift. Aber anders denken, wirklich, denken ist ein Prozess, das ist eine Arbeit. Und immer wieder zu überlegen, gibt es da nicht noch eine Idee, gibt es da nicht noch eine Idee? Und da gibt es ganz viele Kreativitätstools. Haben wir heute auch wieder gehört, dieses divergente Denken, also Dinge anders zu betrachten, dann auch mal wieder sich zurückzuziehen. Alles das. Aber Kreation ist Arbeit. Kreation fällt nicht vom Himmel. Da braucht gar keiner zu glauben. Das ist harte Arbeit und man muss immer wieder denken. Was mir aber noch wichtiger ist, ist tatsächlich mutig handeln. Das ist so, der Hase, das sagte auch jemand, der hat ja eine Bierflasche in der Hand, habe ich wieder nicht gesehen. Also, der hat halt eine Bierflasche in der Hand, so schlimm finde ich das jetzt dann auch nicht. Ja? Aber tatsächlich ist mutig handeln, das ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg, zur Veränderung. Und Mut ist so ein Begriff, der taucht ja gar nicht mehr so häufig auf. Ich coache und trainiere Leute total gern. Alle meine Künstler, ich mache das gern. Ich finde das super, vor Leuten zu reden und zu, wenn die hier sitzen und denken, ah, guck mal, die sind engagiert, Leute wollen was lernen, wollen weitergehen. Und trotzdem gleichzeitig sage ich immer allen, aber den entscheidenden Schritt, den muss jeder irgendwann alleine gehen. Ich kann die Leute nur bis zur Beziehung, bis zur Bühne, zum Job hintragen. Kann ich alles machen, aber den letzten Schritt muss man machen. Und das ist echt nicht ganz einfach. Aber ohne mutig handeln, ohne diese Sequenz, dieses kleine bisschen an Mut, wird es nicht gehen. Und es ist in unserer Gesellschaft gar nicht mehr so vorhanden, weil wir reden immer von Sicherheit. Die Rente ist sicher, die innere Sicherheit, die äußere Sicherheit, alles ist sicher. Aber eine Gesellschaft, die 100% sicher ist, wird sich keinen Mühe weiter verändern. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Ohne ein gewisses Maß an Mut wird es nicht gehen. Aber ich weiß, wie das ist heutzutage. Wir gelten doch schon als mutig. Wenn wir morgens um 8 die Wohnung mit einem Handy verlassen, dessen Akku nur noch 48% hat. Es ist so. Du hast doch einen Ersatzakku dabei. Nein, ich bin der Nachfahre von Robinson Crusoe. Denk dran, wir waren früher so mutig. Wir haben früher Nachtwanderungen gemacht. Nachts. Ja, wenn ich das meiner Tochter erzähle, die ist 17, wie im Dunkeln? Ohne GPS, Taschenlampe und Navi, ja, nur mit Fackeln. Ihr hattet Feuer? Also, es ist so. Es ist bekloppt. So, es geht nicht. Aber, und das ist mir tatsächlich, das muss man sich immer wieder klar machen, Veränderung ist ein Prozess. Also nochmal, es ist ja toll, wenn man den ersten Schritt macht, ganz, ganz toll. Das ist super, aber
danach geht es eigentlich erst richtig los. Danach muss man sich weiter reinarbeiten, weiter mit den Sachen auseinandersetzen. Wie mit einer Beziehung, mit einer Ehe. Es ist ganz, ganz toll, in eine Beziehung reinzukommen. Aber dann geht es erst ab. Dann kommen die Herausforderungen. Das hört nicht auf. Und das, ich will da keinem Angst machen. Ich will nur so sagen, wie es ist. Es ist leider so. Ja, aber das heißt ja nicht, dass Abenteuer nicht auch Spaß machen kann. Ja? Sowieso die Abschlussbotschaft. Natürlich macht das auch Spaß. Und es macht auch Spaß, lange in einer Beziehung zu sein oder die Sachen durchzuführen. Aber die Dinge, man macht nicht einen Schritt und dann ist das immer so. Weil wenn man sich auf etwas Neues einlässt, muss man sich klar machen, das Hauptproblem von neu ist, dass es neu ist. Wenn man genau weiß, wo man hingehen will, dann geht man nirgendwo Neues hin. Wenn man aber was Neues macht, dann weiß man nicht immer, wo man ankommt. So, das ist es im Prinzip. Es ist Einstellung, es ist kreative Arbeit, es ist Mut und es ist das Wissen, dass es dann eigentlich erst abgeht. So, das habe ich dann so dem Stefan Friedrich erzählt. Stefan sagte, super Knacki, das erzählst du so. Das ist ja schon mal toll. Und dann brauchen wir eine Geschichte, um das emotional verankern. Ja, verstehe ich. Ja, ja, wir müssen ja irgendwie durchkommen. Da hat er gesagt, was war denn deine schrägste Idee? Sagt, bestimmt Nightwash. Ja, klar, weil, also ich habe mir das damals überlegt, wir treten im Waschsalon auf, ja, und dann ging das los. Aber eigentlich ging das da 12, 13 Jahre, so lange habe ich das gemacht, bis ich das weitergegeben habe. Wir standen vor einem Problem nach dem anderen. Und das Erstaunliche war, die größten Probleme waren oft unsere größten Chancen. Wenn man sich an den Waschsalon vielleicht erinnert, so ist es ja jetzt noch. Wir standen auf einer Fensterbank, dahinter war eine Schaufensterscheibe. Und wir haben den Vertrag beim WDR bekommen, weil die gesagt haben, wie abgefahren ist das denn? Er steht vor einer Schaufensterscheibe, da draußen gehen Leute vorbei. Das ist ja neu. Wisst ihr, was uns am meisten irritiert hat? Die Schaufensterscheibe. Weißt du, wie doof das ist? Du stehst da und ständig gucken die Leute weg, weil irgendwas hinter dir passiert und du nie weißt, was du machen sollst. Ständig geht da und ich wollte dich schon abhängen, bis mir einer sagt, aber das ist doch der Kracher. Und dann habe ich gedacht, ja, dann ist das halt der Kracher, dann nehme ich den jetzt mal auf. Das geht mir. Das war Horror, bis ich mich einfach mal wirklich habe fallen lassen und habe gedacht, das ist der Hammer. Weil da gucken echt immer Leute durch. Und die brauchten immer eine Minute, bis ihnen klar wurde, dass die visuelle Durchlässigkeit... Ja, das ist eine Zweibahnstraße. Also wir haben die auch gesehen. Das wurden denen aber immer erst nach einer Minute klar. Das heißt immer so. Und dann versuchten die diskret zu verschwinden, was nicht einfach war. Von einer 8 Meter breiten Scheibe. Aber er sagte, gut, Knacki, komm. Was war denn deine schrägste Nummer, die du je in deinem Leben gemacht hast? Habe ich gesagt, meine schrägste Nummer, die ich je in meinem Leben gemacht habe? Ich gesagt, Stefan. Also ich kann es dir sagen, ich habe mal irgendwann gesteppt, mit Rollschuhen, auf einem Tisch. Er sagt, das hast du gemacht, sag, mal, das ist aber jetzt, ich weiß nicht, wie viele Jahre her. Da guckt er mich an und sagt, hör mal Knacki, was für eine Idee. Hör mal, stell dir mal vor, zum Ende so vom zweiten Teil, du machst die Nummer. Ich sage, ja, aber Stefan, bist du bekloppt, ich habe diese 10 Jahre nicht mehr gemacht. Sag mal, wie war denn dein Vortragstitel? Ja, anders denken, mutig. Zehn Jahre! Die Nummer haben wir das erste Mal 1985 gemacht. Aber natürlich sind wir nicht auf diese Nummer einmal gekommen. Ich ziehe jetzt die Rollschuhe an, ich gehe systematisch vor. Das sind meine deutschen Gene. Ich beginne mit dem ersten Rollschuh. Wäre echt total doof, den zweiten zuerst anzuziehen. Allein für diesen. Diesen Gag haben wir 2 Jahre gebraucht. Ich will nichts anderes damit sagen, natürlich ist das ein Prozess. Wir sollten eine Nummer machen, uns nichts eingefallen. Dann sagte jemand, okay.
Wir hatten 5 Auftritte hintereinander. Wir waren 23. So, jeweils 1200 Leute am ersten Tag. Es war ein Desaster. Also es war so ein Desaster. Wir waren zum Glück so jung und so nett, dass alle sagten, wir müssen was machen. Er sagte, ihr könnt doch so Musik, der Veranstalter. Es war so ein großes, wir waren ein Teil, aber wir waren ein wichtiger Teil. Und dann hat er gesagt, kannst doch steppen. Ja, dann haben wir am nächsten Tag so eine kleine Steppnummer gemacht. Er Ukulele, ich gesteppt. Alle, oh, gut. Dann kam der Veranstalter und sagte, toll, aber lustig war es ja nicht. Ich sag mal, aber immerhin. Dann haben wir die ganze Nacht überlegt, was können wir machen. Mir fiel ein Film ein mit Gene Kelly, vorwiegend heiter hieß der, aus den 50ern. Da hat der mit Mülldeckeln und Rollschuhen gesteppt. Und das habe ich gesagt, da sagte man, das ist doch toll. Und ich hatte auch noch diese Rollschuhe. Also bin ich auf die Bühne, er gespielt, ich gesteppt, alle, oh. Das ging so 2 Jahre weiter. Dann hatten wir mal wieder einen Auftritt, wieder zu zweit. Ich raus, denke, wieso kann ich nicht fahren? Stelle fest, ich stehe auf dem Teppichboden. So wie hier. Und wie kann man denn, also es ist sehr schwer auf dem Teppich zu steppen. Ja, man kann steppen, es hört nur keiner. Ja, es ist so. Und wir so, ja, wir können nicht steppen. Und der Veranstalter brachte uns den Tisch. Und ich guck den an und er sagte, ja, da hört man es doch besser. Ich habe gesagt, der hat sie doch nicht alle. Ich gehe jetzt noch hoch. Mein Partner, das ist eine tolle Idee. Der Läuser, der steppt auf. Ich war noch nie auf dem Tisch gestanden. Ruhig. Ich wusste gar nicht, dass das so glatt ist. Die wichtigste Regel, stopp! Die wichtigste Regel im Schaugeschäft lautet Lächeln und Ablenken. So. Ich hab keine, was für ein Schwachsinn. Ich habe eine Bitte. Falls ich steppen sollte, bitte nicht klatschen. Dann hört man das Steppen nicht. Falls ich aber fallen sollte, bitte sofort klatschen. Hört man den Aufprall nicht. So, ich habe jetzt auch genug Technik. Einfach komm mal Musik ab, wir müssen durch. Oh, jetzt hat er auch noch das schnelle Lied genommen. Sehr schön, ein bisschen lauter für mich. Ich weiß, große Nummern, ja, große Nummern, die müssen ja die Welt verändern. Vielleicht fragt sich immer noch der eine oder andere, kann diese Nummer meine Welt verändern? Hängt davon ab, wohin ich gleich falle. Und lächeln und ablenken. So. Wichtig ist, ich habe ja gesagt, Veränderung ist ein Prozess, Schritt für Schritt. Deswegen als erstes Rhythmus. Voll drinne. Das Problem ist meistens der zweite Schritt. So, jetzt komm, jetzt mach, jetzt mach. Ich kann nicht mehr. Vielen Dank. So. Da findet man. Oh, ich muss mich beeilen.
Essen. Nee. Nee. Also erstmal, da findet ihr alle Sachen, was ich mache, meinen Laufblog, die ganzen anderen Sachen. Also einfach mal gucken, draufgehen, was auch immer so passiert. Ansonsten möchte ich nochmal ganz klar sagen, ich möchte mich dabei Gedanken tanken und Stefan Friedrich wirklich auch bedanken, dass sie das aufgebaut haben, dass er es immer weiter macht, dass er mich wirklich nochmal überredet hat, diesen Blödsinn zu machen. Aber das, was ich vorhin gesagt habe, meine ich tatsächlich. Es gibt immer eine Lösung, die gibt es. Aber es ist natürlich harte Arbeit, da darf man sich nichts vormachen. Aber so ein bisschen Mut. Das ist der Anfang. Und dann muss man nochmal weitergehen. Aber niemand hat gesagt, dass Abenteuer nicht auch ab und zu mal ein bisschen Spaß machen kann. Mein Vater zitiert immer Wilhelm Busch. Der sagt immer, wo Sorgen sind, ist auch Likör. Und dann trinkt er. Das kriegen wir schon hin. Danke. Vielen Dank, lieber Knacki Deuser. Es war mir wie immer ein Genuss, dich auf der Bühne zu sehen. Und wie hat's dir gefallen? Kommentiere doch hier, wie du den Vortrag gefunden hast. Ich persönlich war live mit dabei. Ich war richtig, richtig geflasht. Und wenn auch du live mit dabei sein möchtest, dann melde dich an zu einer unserer nächsten Rednernächte. Wir sind bestimmt auch bei dir bald in der Gegend.